überlasten und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden. Ich versuche nicht, Sie davon abzuhalten, Rip. Ich fände es nur gut, wenn Sie nicht draufgehen würden. So sieht der Plan aus. Ich hoffe, ihr seid auch wieder alle da. Es gibt zwei Notfallschaltkreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Halten Sie sich einfach gut fest. Genau. Na, da bist du, seid ihr wieder da. Das ist gut. Da war jetzt gerade ein bisschen unglücklich, aber... So, einen Bolzenschießer habe ich. Hier ist nämlich, seht ihr, Pumpgun-Munition. Extra hier rum. Nicht rennen. Lauf. Oh nein! Oh. Oh toll! Oh. Zeit nehme ich mir noch. Thank you.
verbrennt, verbrennt. Sehr schön. Habe ich noch Schüsse. Hier ist auch noch einer. Das sind noch zwei, das sind. Aber keine Art Munition. Zum Mist. Kann ich hin, oder? Hier. Entschuldigung. Ach, klettern, ne? Moment. Ja, das stimmt. Muss schnell sein, aber ich habe jetzt extra auch nicht aufs Chat geachtet. Entschuldigung. Ich wollte jetzt einfach nur schnell hiermit durchkommen. Weil, nicht nochmal. So, bitte speichern. Natürlich nicht. Was? Keine Ahnung, was ich damit gemacht habe jetzt. Ricardo, ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Immer noch. Biologische Gefahreneindämmungsstufe wird gehalten auf Omega. Mehrere nicht gemeldete Lebensformen auf Sevastopol registriert. Strompegel auf Sevastopol gefährdet. Da sind immer noch welche auf der Station. Mist, es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshallbüro zurück, Rip. Bitte. Lass uns Speicherpunkt hier sein. Bitte. Hier ist doch bestimmt einer. Halt, Rip. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation, sofort. Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Okay. Ausweiskarte, sehr schön. Wieso ist denn der Ton weg auf einmal? Mehr gibt's hier nicht. Dann kann ich weiter. Ich brauche einen Speicherpunkt, aber der müsste ja kommen eigentlich, ne? Transit, ja. Da bin ich aber auch richtig. Oh, speichern, Leute, speichern. Natürlich.
sind die Aliens gar nicht, ne? Alien. Alien. Hier war ich noch nicht drin. Oder? Scheint nicht so. So, gucken, wo ich hier auskomme. Ach, hier. Ja, hier war ich ja doch schon. Da bin ich ja hier durchgelatscht, ne? Ja, genau. Dann kann ich also weitergehen. Geh wieder auf. Ach, seht ihr mal. Hab ich was übersehen. So, ich muss zur Transitstation, ne? Ja. Oh, Entschuldigung. Aber ich gucke jetzt erstmal hier alles durch. So. Ist alles. Eben kurz pausieren. Da will jemand was von mir. 2 Sekunden. So, und da bin ich wieder. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, man sieht's. Gott, alles klar. Dann kann es jetzt weitergehen. So, welchen muss ich nehmen? Rechts, direkt hier oder? Warte mal, sieht man doch hier oben, ne? Wir entschuldigen uns äußerst für die derzeitigen Verspätungen. Hat Lorenz System Spire. Skimmer Tower, war das nicht hier? Soll ich einfach mal alle holen? Alle holen. Ach, es geht nur der. Ha, alles klar. Ja, geht nur der. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ah, sehr gut, der Spaziergang. Das ist gut, dass du mir das sagst. Ich hatte mir schon gedacht, das müsste doch jetzt eigentlich gleich kommen. Dann werde ich das auch gleich machen. Also nach dem Update oder vor dem Update. Der Waggon für den Sevastopol Wissenschafts- und Medizinturm. Musst du mir dann nochmal sagen. Ich bin in der Krankenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt. Warum haben Sie mich denn hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. So, soll ich nochmal hier entlang gehen? Nach dem Update, aber vor dem Flug. Alles klar. Komme ich hier nicht auch noch mal rein? Du warst da gar nicht drin, ne? Das war doch das, oder? Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt, von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben.
Okay. Dann werde ich das mal machen danach. So, hier muss ich rum. Ja, hier war ich zwar auch schon drin, aber wie man sieht, ist hier wieder, liegt hier wieder was, oder? So, das mal eben kurz hier gucken, ob ich hier was machen kann. Geht das? Oh, ne, MP-Mine nicht so, ne? Mach ich lieber noch ein neues Medkit. Könnte ich eigentlich, glaube ich, direkt wieder nutzen, weil die hat mich ja einmal schon angegriffen gehabt. Oder? Soll ich das tun oder nicht? Ich bin am Horchen, deswegen bin ich auch so ruhig gerade. Aber hier war ich auch schon. Stimmt, die Tür hier ist auch offen. Ladungspack ist voll. Ach, drück immer die falsche Taste, ey. Mistiger Stuhl, ey. Hier Sternvogel. Oh. Ah. Ladungspack kann ich noch niemals nutzen, ey. Schon alles voll ab davon. Entschuldigung. So, gehe ich mal weiter. Ich weiß, ich muss. So. Gut, haben wir das schon mal. Ups. Uiuiuiui.